Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, deinem YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um das Raptor-Triebwerk von SpaceX. Viel Spaß! Wir können ja gerade etwas verschnaufen, da SpaceX aktuell hauptsächlich Infrastruktur baut und keine Getreidesilo-Sprengungen stattfinden. Das kann sich aber sehr bald ändern, denn als nächstes steht ja der Orbitalflug an. Ich glaube zwar nicht an einen Flug im Juli, aber August, September halte ich für durchaus realistisch, wenn der Berg an nötigen Genehmigungen bis dahin durch ist. Um so einen Start schon mal für uns vorzubereiten, möchte ich heute die beiden Raptor-Triebwerkstypen nochmal vorstellen. Ich erzähle dir heute, welche Versionen es von dem Raptor-Triebwerk gibt, wie diese Triebwerke aussehen und das Wichtigste, wie sie funktionieren. Wie immer bei mir findest du Quellen in den eckigen Klammern, wenn du weiter in das Thema einsteigen möchtest. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge über Weltraumtechnik verpassen möchtest, dann abonnier doch gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Und wenn dir gefällt, was ich hier mache, freue ich mich riesig, wenn du den Kanal durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützt. Das ist schon unvorstellbar, oder? Im August 2019 ist das Raptor-Triebwerk mit Starhopper das erste Mal geflogen. Und 2 Jahre später reden wir ernsthaft über einen Orbitalflug einer einzigartigen Rakete, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen wird. Ob einfach in den Abmessungen oder auch technologisch. Gerade erst haben wir Bilder des ersten vakuumoptimierten Raptors in Boca Chica gesehen. Auf den ersten Blick scheint das ein völlig anderes Triebwerk zu sein, denn alle Triebwerke, die wir bisher bei Testflügen von Starhopper und den Prototypen SN5 und SN15 gesehen haben, ja, die wurden von dem Sea-Level Raptor angetrieben. Das heißt, im Betrieb haben wir das vakuumoptimierte Raptor oder Vector, wie Adrian, der Spreadsheet-Guy, liebevoll sagt, noch gar nicht gesehen. Das stimmt nicht ganz, denn es gibt ein Video von einem Triebwerkstest eines Raptors auf einem der Teststände in MacGregor. Zwar hatte SpaceX schon am 5. September 2020 ein beeindruckendes Bild eines vakuumoptimierten Raptors geteilt, dennoch kann man die Aufregung aktuell in der Community verstehen, die mit diesem Triebwerkstypen verbunden wird. Denn es steht ja für das, wo wir alle hinwollen, für den Weg in den Weltraum. Und das offensichtlich zeitnah, sonst würde man die Triebwerke ja nicht schon nach Boca Chica liefern. Hier lag ich dann mit meiner Einschätzung falsch, als ich in meinem Video über den möglichen Weg des Starships in den Orbit annahm, dass der erste Flug vermutlich ohne vakuumoptimierte Raptoren stattfinden wird. Idee dahinter war, dass ein leeres Starship auch mit den 3 Sea-Level Raptoren alleine einen niedrigen Erdorbit erreichen könnte. Nicht schnell und nicht besonders effizient, aber es würde gehen. Entgegen der Idee in der Community, dass es noch einen dritten Typ an Raptor-Triebwerken geben müsste, die von der Community R-Boost Engines getauft wurden, wird es die laut Elon nicht geben, sondern da wird es sich um die nächste Generation handeln, so eine Art Raptor 2. Die werden dann sowohl an den Boostern als auch am Starship eingesetzt werden und die höhere Leistung von 230 Tonnen Schub bereitstellen können. Auf den Bildern von NASA's Spaceflight kann man erahnen, dass der Düsendurchmesser und die Gesamtlänge dieses Raptor 2 etwas verkleinert wurde. Weiter kann man hier auch den Befestigungsblock erkennen. Dieser unterscheidet sich deutlich von den zweiachsigen Gelenken der Sea-Level Raptoren, die wir bisher kennen. Es muss sich also um eine nicht schwenkbare Version handeln, die am Außentriebwerksring des Boosters zum Einsatz kommen soll. Vielen Dank für diese Aufnahmen, NASA Spaceflight. Durch das Verkleinern und den Verzicht auf die Schubvektorsteuerung bekommt SpaceX mehr dieser Triebwerke auf den äußeren Rand des Super Heavy Boosters. Final sollen es 32 oder 33 Raptoren am Super Heavy Booster werden. Mit 230 Tonnen Schub pro Triebwerk wären das 7600 Tonnen Schub für den gesamten Booster. Das wäre 2,5-mal so viel wie bei der Saturn V, die die Amerikaner zum Mond brachte. Da kann man schon erahnen, über was für ein enormes Nutzlastpotenzial diese Rakete mal später verfügen wird. Ich bin sehr gespannt, in was für einer Konfiguration der Super Heavy Booster und das Starship letztendlich beim ersten Start abheben werden. Aber kommen wir mal zu den Gemeinsamkeiten aller Raptoren. Am naheliegendsten ist vermutlich die gleiche Treibstoffkombination, Methalox. Methalox, das ist ein Kunstwort und verbindet die englischen Begriffe Methane und LOX. Wobei Methane auf Deutsch einfach Methan ist und LOX für Liquid Oxygen, also flüssigen Sauerstoff, steht. Diese Kombination hat viele Vorteile gegenüber RP-1 und LOX, was SpaceX bei dem Merlin-Triebwerk der Falcon 9 einsetzt. Unter anderem erzeugt es mehr spezifischen Impuls und verbrennt sauberer. Und für Elon Musks Marspläne sehr wichtig, man kann es theoretisch auf dem Mars produzieren. Die Antriebstechnik erfolgt für alle Raptor-Triebwerke im Full-Flow-Staged Combustion Cycle, was auf Deutsch so viel wie stufenweiser Verbrennungszyklus mit vollem Durchfluss bedeutet. Das ist tatsächlich etwas ganz Besonderes und das Raptor ist das einzige Triebwerk, das je mit diesem Zyklus geflogen ist. Weil das ein so besonderer Zyklus ist, gehen wir kurz nochmal sein Prinzip durch.
da deutlich mehr Sauerstoff, nämlich fast viermal so viel wie Methan, in so ein hungriges Raptortriebwerk fließen, starten wir am Sauerstoffeinlass. Laut Wikipedia sind es etwa 510 Kilogramm pro Sekunde an Sauerstoff. Es kann gut sein, dass es aktuell schon etwas mehr ist, da SpaceX die Leistung bereits deutlich gesteigert hat. Um diesen großen Massenstrom in kurzer Zeit in das Triebwerk zu bekommen, benötigt es eine Pumpe. Und was für eine. Nicht nur, dass sie eine halbe Tonne Flüssigkeit pro Sekunde bewegt, nein, sie erhöht den Druck auch noch um mehr als 600 Bar. Das ist das 600-fache, was wir hier auf der Erde als atmosphärischen Druck haben. Ja, da die Sauerstoff-Turbopumpe deutlich größer und schwerer ist als die Methan-Turbopumpe, sitzt sie zentral auf der Brennkammer, während die Methan-Turbopumpe seitlich am Triebwerk befestigt ist. Die LOX-Pumpe drückt den meisten Sauerstoff in ihren eigenen Gasgenerator. Hier im Gasgenerator kommt ein kleiner Teil Brennstoff, also unser Methan, dazu und wir verbrennen das Brenngas sauerstoffreich. Sauerstoffreich bedeutet, dass es mehr Sauerstoff im Gemisch als zur Verbrennung des Treibstoffs notwendig wäre. Die thermische Energie aus dieser Vorverbrennung nutzen wir dann, um die Turbine der Sauerstoffpumpe anzutreiben. Dieser Teil des Triebwerks nennt man dann die Sauerstoff-Turbopumpe. Am Ausgang der Sauerstoff-Turbopumpe wird der Großteil des Sauerstoffs und ein kleiner Teil des Abgases aus der Vorverbrennung nun in die Hauptbrennkammer gedrückt. Da in der Brennkammer immer noch 300 Bar herrschen sollen, sich aber beim Weg über die Turbine schon ein Teil des Drucks in Bewegungsenergie verwandelt hat, brauchen wir die oben genannten mehr als 600 Bar der Pumpe. Hier wird auch ein weiterer Vorteil der Anordnung der Sauerstoff-Turbopumpe zentral über der Brennkammer deutlich. So kann die Turbopumpe nämlich axial durchströmt werden. Das heißt, der Sauerstoffmassenstrom geht aus der Pumpe axial nach unten in die Vorverbrennung und von dort direkt in die Brennkammer. Das spart Bauraum, Rohrleitung, Gewicht und macht die Turbopumpe etwas effizienter. Die 300 Bar sind vermutlich nicht einmal der Zielbrennkammerdruck. Elon sagte mal, dass jetzt schon 330 Bar erreicht wurden. Das ist schon ein extremer Wert. Das entspricht etwa dem Wasserdruck in 3300 Meter Tiefe. Das F1 der Saturn V hatte läppische 70 Bar Brennkammerdruck. Ohne da zu weit auszuholen, Raketentriebwerke erzeugen aus chemischer Energie thermische Energie, die genutzt wird, um aus der Druckerhöhung des Abgases durch eine Düse kinetische Energie zu erzeugen. Vereinfacht gesagt soll es sehr heiß brennen, um hohen Druck zu erzeugen, der dann am Triebwerksausgang zu hohen Abgasgeschwindigkeiten führt. Wenn ein Triebwerk besonders hohe Drücke unbeschadet übersteht, bedeutet das, dass es zu sehr hohen Leistungen fähig ist, beziehungsweise die Leistung auf sehr kleinem Raum erbringen kann. Insbesondere am brennenden Ende der Super Heavy ist nicht besonders viel Platz. Auf der Brennstoffseite passiert etwas Ähnliches. Nur wird hier nicht sauerstoffreich verbrannt, sondern brennstoffreich. Zudem können wir das kryogene Methan zur Kühlung des Triebwerks nutzen. Dazu hat Corey eine tolle Animation gemacht. Vielen Dank, Corey, dass ich die Animation verwenden darf. Wenn ihr seinen Kanal noch nicht kennt, unbedingt abonnieren. Ihm verdanken wir, dass unsere Fantasie mit tollen Starship-Animationen versorgt wird, bevor diese Ereignisse eigentlich stattfinden. Los geht's an der Methanpumpe, die 140 Kilogramm pro Sekunde flüssiges Methan in einen Verteilerring kurz unterhalb des Düsenhalses pumpt. Am Düsenhals wird ein Triebwerk thermisch am stärksten belastet. Und so ist es sinnvoll, hier mit dem noch extrem kalten Methan, so um die minus 182 Grad, die Kühlung zu beginnen. Die eine Hälfte des Treibstoffs fließt durch eine doppelte Wand am Düsenhals vorbei und kühlt die Brennkammer. Der andere Teil fließt nach unten und kühlt die Düsenerweiterung, die Düsenglocke. Dieses erwärmte Methan wird nun wieder zusammengeführt und in den Gasgenerator der Methan-Turbopumpe gedrückt. Hier kommt ein kleiner Teil Sauerstoff dazu und wir verbrennen das Brenngas treibstoffreich. Analog zur Sauerstoff-Turbopumpe heißt das dann, dass nur ein kleiner Teil Sauerstoff vorhanden ist, aus dessen Verbrennung mit einem kleinen Teil Methan die thermische Energie für die Vorverbrennung bereitgestellt werden kann. Diesen Teil des Triebwerks ohne die Kühlung nennt man die Methan-Turbopumpe. Das unverbrannte Methan wird nun mit dem Abgas aus der Vorverbrennung gasförmig in die Brennkammer gedrückt. Gasförmig bildet hier einen großen Vorteil gegenüber flüssigen Brennstoffen, da sich das Brenngas schneller entzündet und besser verbrennt als ein Gemisch aus flüssigem Treibstoff und Oxidator. Zusammenfassend, im stufenweisen Verbrennungszyklus mit vollem Durchfluss wird die Treibstoff-Turbopumpe mit einem treibstoffreichen Gasgenerator angetrieben, durch den der gesamte Treibstoffmassenstrom für die Hauptbrennkammer geht. Die Sauerstoff-Turbopumpe wird wiederum mit einem sauerstoffreichen Gasgenerator angetrieben, durch den der gesamte Sauerstoffmassenstrom für die Hauptverbrennung geht. Das bedeutet, der gesamte Volumenstrom wird gestuft verbrannt und durch die Brennkammer geschickt. Es gehen, im Gegensatz zum Merlin-Triebwerk und dem Gasgenerator-Nebenstromzyklus, keine Massenströme außerhalb der Hauptstrom- oder der Brennkammer verloren. Vielen Dank nochmal an Corey, dass ich die Animation verwenden darf. Ein Hoch auf das Hashtag TeamSpace. Es muss unglaublich mühsam gewesen sein, all diese Abmessungen, Funktionen, ja, nur anhand von Fotos reverse zu engineeren. Gibt es eigentlich ein gutes deutsches Wort, einen Begriff für Reverse Engineering? Mir fällt gerade keiner ein. Vielleicht auch typisch deutsch, dass wir denken, man müsste immer selbst auf etwas kommen und
Reverse Engineering wäre irgendwie eine Sünde. Wenn ich es mir recht überlege, hätte ich mir im Studium eine Vorlesung über gutes Reverse Engineering gewünscht. Kennst du einen guten deutschen Begriff für Reverse Engineering? Ja, schreib mir gern deinen Vorschlag unter dem Video. Oh, und falls du es noch nicht gemacht hast, freue ich mich natürlich riesig, wenn du ein Like oder ein Subscribe da lässt. Ja, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter über Raumfahrttechnik. Aber zurück zum Raptor. Diese Art der Verbrennung im Full Slow Staged Combustion Cycle ist für alle Raptor-Triebwerke gleich. Das sieht man auch gut auf diesem Bild von SpaceX, von einem Sea-Level und einem RVAC Raptor. Vom Düsenhals, also der engsten Stelle der Düse aufwärts, sind diese Triebwerke nahezu identisch aufgebaut. An diesem Bild irritiert mich etwas, dass hier das große vakuumoptimierte Triebwerk offensichtlich auch den gleichen Schwenkkopf hat wie das Sea-Level Raptor, obwohl es ja nach bisherigen Informationen über keine Schubvektorsteuerung verfügen soll. Dafür fehlt ihm aber der Ring, an dem die Schubvektorlenker angebracht sind. Bei dem Sea-Level Raptor wird über diesen Ring die Stellkraft der beiden Hydraulikzylinder der Schubvektorsteuerung in das Triebwerk eingeleitet. Stattdessen greift der Schublenker auf diesem Bild direkt an der Düsenerweiterung an. Wie die Schubvektorsteuerung funktioniert, sieht man besser auf diesem Schwarz-Weiß-Bild, auf dem ich dir den Ring zur Krafteinleitung blau markiert habe. Diese Stelle ist relativ weit von dem Drehpunkt an der Triebwerksbasis entfernt. Das vergrößert den Hebelarm und so müssen die Hydraulikzylinder, die ich dir hier mit gelb markiert habe, nicht so viel Kraft aufbringen, wenn sie die Schubrichtung des Raptors verändern. Die Krafteinleitung erfolgt für jede der beiden Schwenkrichtungen über die rot markierten Schublenker. Diese Schublenker sind an ihrem unteren Ende mit dem Krafteinleitungsring und an ihrem oberen Ende mit dem Gelenk, das für die jeweilige Kipprichtung verantwortlich ist, verbunden. Zwei Stück, weil wir um zwei Achsen schwenken wollen. Ein Sea-Level Raptor soll laut SpaceX 3,1 Meter hoch sein und über einen Düsenaustritt von 1,3 Meter verfügen. In späteren Optimierungen soll ein Raptor mal 1,5 Tonnen wiegen. Aktuell gehen wir eher von 2 Tonnen aus. So oder so muss SpaceX das Triebwerk noch optimieren, um mal auf das erklärte Ziel für das Schubgewichtsverhältnis von 200 zu kommen. Wenn man den aktuellen Massenflussangaben glauben kann, dürfte der Schub zwischen 215 und 230 Tonnen liegen, was schon eine deutliche Steigerung zu den knapp 200 Tonnen ist, die noch letztes Jahr von SpaceX angegeben worden sind. Man munkelt aber, dass es noch bis 300 Tonnen gehen soll. Das ist allerdings alles nicht mehr mit 1,3 Meter Düsenaustritt Durchmesser erklärbar. Ja, Fragen über Fragen. Immerhin, mit einem optimierten Gewicht von 1,5 Tonnen und 300 Tonnen Schub würde man das Schubgewichtsverhältnis von 200 Grad erreichen. Gut, aktuell sagt Elon wiederum etwas von 230 Tonnen. Naja, Hardwareentwicklung wie in der Softwarewelt. Fließend mit ganz vielen Iterationen. Aber das ist ja das Schöne an Wiederverwendbarkeit, man bekommt die Triebwerke ja nach dem Einsatz zurück. Ja, weil man die exakte Abnutzung im operativen Betrieb genau analysieren kann, sind große Optimierungen möglich. So hat man zum Beispiel die Leistung des Merlin-Triebwerks von der ersten Generation bis zur aktuellen, dem 1D, verdoppelt und gleichzeitig das Gewicht um 30% gesenkt. Dieses Hochzüchten der Leistung des Merlin-Triebwerks und gleichzeitig die Wiederverwendung zu realisieren, ist schon sehr beeindruckend. Denn Wiederverwendung heißt ja auch, dass alle Bauteile viel längeren Beanspruchungsdauern ausgesetzt sind, als sie bei einem Wegwerftriebwerk zum Beispiel sind. Aber kommen wir zurück zum Raptor. Neben der Größe ist der naheliegende Unterschied die Farbe der Triebwerksglocke, beziehungsweise irgendwie sieht die ja anders aus. Das liegt an der anderen Bauart der Kühlung. Wenn das Sea-Level eine doppelte Wand für die Kühlung hat, ist das RVAC ab etwa einem Drittel der Düsenerweiterung in Röhrchenbauart gekühlt. Diese Art der Kühlung kennen wir von vielen amerikanischen Triebwerken wie das RL-10, aber auch das Vulcan der Ariane 5 und 6. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum diese Düsenerweiterung überhaupt extra gekühlt werden muss. Die ist ja beim MVAC, die Vakuumversion des Merlins, nicht extra gekühlt. Ja, zum einen wird ein MVAC auch nicht wiederverwendet. Es ist also nicht so schlimm, wenn die Düsenerweiterung über die Brennzeit etwas leidet. Zum anderen liegt das MVAC frei im Weltraum und kann über Wärmestrahlung Energie abgeben. Das ist bei den Raptor-Triebwerken in der Triebwerksschürze nicht möglich, was schnell zu einer Überhitzung führen könnte. Die Abmessungen des vakuumoptimierten Raptors oder kurz RVAC als Anlehnung an das MVAC, ja, was bei SpaceX wie gesagt die vakuumoptimierten Merlin-Triebwerke bezeichnet, kennen wir nur aus Schätzungen. Da es in die Triebwerksschürze des Starships passen muss, sind seine Abmessungen ziemlich beschränkt. In der Breite natürlich erstmal durch die Außenhaut der Triebwerksschürze. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass die Sea-Level-Raptoren ja noch schwenken können müssen. Wenn man von einem Schwenkradius von 1 Meter ab Mittelachse der Raptoren ausgeht, dann bleibt für den Durchmesser eines vakuumoptimierten Raptors maximal 3 Meter Platz. In der Höhe ist es nicht viel besser, wie man an diesem Bild von unserem Mod Martin sieht. Zwar können die vakuumoptimierten Triebwerke etwas höher bauen als die Sea-Level-Raptoren, aber mehr als
4,4 Meter dürften es eigentlich nicht sein. Dazu habe ich ein weiteres Mitglied des Hashtag Team Space gefragt. Izan Ramos, dessen 3D-Modell ich grandios finde, hat gesagt, dass in seinem Modell das RVAC, das vakuumoptimierte Triebwerk, 4,47 Meter lang ist und der Durchmesser der Düse 2,3 Meter. Danke, Izan, dass ich deine Bilder verwenden darf. Das passt aber, denke ich, auch ganz gut mit dem Bild von SpaceX, das das Sea-Level neben einem RVAC zeigt. Und tatsächlich bedingen sich diese Größen auch. Das heißt, je nachdem, auf welchen Druck ich ein Triebwerk optimiere und wie lange ich ein Triebwerk machen kann, resultiert daraus der Düsendurchmesser. Aber zu der Form von Düsen und wie man sie auslegt, da kann man ein ganz eigenes Video zu machen. Eigentlich war das genau der Teil des Videos, zu dem ich hin wollte. Da ich es aber viel wichtiger fand, das Raptor nochmal im Detail vorzustellen und ja, das Skript dann immer länger wurde, muss ich dich leider auf das nächste Video vertrösten. In dem Video gehen wir dann genauer auf die Expansionsverhältnisse und die Leistung der unterschiedlichen Raptoren ein und rechnen die Werte, die wir bisher haben, mal durch. Vielen Dank, Aeneas, fürs Skriptchecken und das Abnörden im Voraus. Auch ein Dank an Mabel und die kleine Rakete fürs Korrekturlesen. Ganz großes Dankeschön geht auch an die Community. Ja, fürs Liken, fürs Kommentieren, fürs Teilen meiner Videos. Besonderer Dank, wie immer, geht an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützen. Vielen Dank dafür, ihr macht mit euren Spenden diesen kleinen, aber feinen Nischenkanal auf Deutsch möglich. Dadurch helft ihr mir, Menschen für die Raumfahrttechnik zu begeistern. Ja, wenn du die neuesten Entwicklungen zu Starship, SpaceX und anderen Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonnier gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.